Alles an? Meine sehr verehrten Damen und Herren, teure Freunde, einen schönen guten Abend. Hier ist Keimzeit im Mau-Club Rostock. Es ist heute der 7. Dezember 2021 und wir werden ein kleines Konzert geben für alle, die sich hier zugeschaltet haben und auch für alle, die sich hier im Mau-Club in Rostock befinden. Und hoffen, dass es euch gefallen wird. Es geht los mit einem Song, der geht. Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der da sagte: Lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Wir im Fernhaus schauen ins Parlament. Schulter an der Zeit, der Zeit, die der kennt. In deinen Augen ist zu lesen, gut, ich geh es an. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. In deinem Kopf Größenwahn, geklontes Schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatz? Das Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal und lernen sich tot. Irre ins Herrenhaus, die schauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irre ins Herrenhaus, die schauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Vierte Szene, verdammt, ich hab's vergessen. Eine Rose, ich wollte dir ins Irrenhaus schicken. Ich weiß, du bist darauf versessen. Also noch ein paar Runden Domino, bis ich wieder komm. Oder eine kleine Reise von Tel Aviv nach Babylon. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Schuld daran, wer die Zeichen der Zeit, die Zeichen der Zeit nicht immer auf. Mutter hat gesagt, du Junge, pass gut auf dich auf. Ich mag Kinderaugen, denn die sind so frei. Die lachen und weinen und sind ehrlich dabei. Lügen haben kurze Beine und einen dicken Bauch. Oh, der Himmel ist blau und der Regen nass. Bringt dir nicht zu viel an und merk dir das. Ein Vogel zu sein, ohne zu fliegen, macht keinen Spaß. Deine
Falten im Gesicht, die stören mich nicht. Aber lüg mich nicht an, bitte tu das nicht. Sei ein braves Mädel und hör auf mich, was ich dir sag. Ich werd immer älter und nicht ein bisschen weise. Trink noch einen Schluck und kicher ganz leise. Denn Gott allein im Himmel weiß, wie's an mir steht. Stör mich nicht, aber lüg mich nicht an, bitte tu das nicht. Sei ein braves Mädel und hör auf mich, was ich dir sag. Ich werd immer älter und nicht ein bisschen weise. Trink noch einen Schluck und kicher ganz leise, denn Gott allein im Himmel weiß, wie's an mir steht. Und die Schiffe sind weiß und Sommernächte warm, die Leute sind reich und noch immer arm. Mutter hat gesagt, du Junge, pass gut auf dich auf. Meine Mutter hat gesagt, du Junge, pass gut auf dich auf. Meine Mutter hat gesagt, du Junge, pass gut auf dich auf. Das waren die Sommernächte aus dem Jahr 1986 oder aus dem Jahr 2021. Die sind auch schon wieder vorbei. Jetzt kommt der Leute, der kommt der fliegende Teppich und der Boden dazu. Los geht's. Sagt der Teppich zu dem Boden. Halt die Klappe, du bist unten, ich lieg oben. Darauf der Boden, das hat seinen Grund. Verschüttet irgendjemand seinen Wein, bist du der dumme Hund. Besudelter Pudel. Was? Besudelter Pudel wolltest du sagen. Ja, stimmt. Und warum hast du's dann nicht gesagt? Weil wie scheint, frei laufend oder angeleint, besudelter Pudel sich nicht reimt. Sagt der Boden zu dem Teppich, bild dir bloß mal nichts ein. Wärst du rot oder könntest fliegen, würdest du wirklich etwas Außergewöhnliches sein. Außergewöhnlich? Also du denkst, du bist außergewöhnlich? Ja, außergewöhnlich im Sinne von schwerwiegend. Ohne dich kann ich sehr wohl, aber ohne mich kannst du nicht. Ein Teppich muss immer auf irgendetwas liegen. Es sei denn, ich könnte fliegen. Ja, aber das kannst du nicht. Es sei denn, ich könnte fliegen. Das kannst du nicht. Es sei denn, 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 ich könnte fliegen. Schwer wird es sein, es zu glauben, weil man schon allzu oft flog. Doch ich sah, wie der Teppich hochrot vor Wut abhob und davon flog. Hochrot vor Wut abhob und davon flog. Hochrot vor Wut abhob und davon flog.
so komm ich von dem Gedanken nicht los, dass du gemogelt hast. Allein ich will mit dir nicht zanken, obwohl ich hätte es beinahe fast. Du machst egal mit welchem Blatt jeden fertig, alles platt. Du müsstest eigentlich damit glücklich sein, doch du bist es nicht. Herum nur Ladenhüter, jeder für sich mal sehr viel wert. Du bist der Hit und schnell vergriffen, im Vergleich zu uns begehrt. Keiner, der sich zu sagen traut, macht dich der Spot auf uns nur Stau. Du müsstest eigentlich damit sehr glücklich sein, doch du bist es nicht. Gestern gab es für dich Blumen neben Nelken, Orchideen. Die schönsten wurden hochgelobt, Welken blieben trocken stehen. Orchideen stolz im Licht, etwas daran gefiel dir nicht. Sie müssten eigentlich glücklich sein, doch sie sind es nicht. So, es gab Zeiten, in denen ich begonnen hatte, überhaupt Song zu schreiben. Ich sage das jedes Mal auf dem Konzert, dass ich mich auch selber noch daran erinnere. Und die ersten Songs, die ich schrieb, da habe ich wohlweislich wenig auf den Text geachtet. Und dann ist ein Song entstanden. Damals hatten wir auch noch sehr viel Rhythm and Blues gespielt. Es ist ein Song entstanden, der heißt Ratten und der geht so. So eine lausige Ratte wie du ist mir noch niemals über den Weg gelaufen. So eine lausige Ratte wie du ist mir noch niemals über den Weg gelaufen. Und gerade du bietest mir ein Glas Sekt an, da geh ich doch lieber Wasser saufen. Deine Hände sind schmierig, an deinen Fersen klebt Geld. Deine Hände sind schmierig, an deinen Fersen klebt Geld. Rattenland ist dein Paradies und mein Verderben deine Welt. Davon, verdammt, es werden täglich mehr.
viele davon, verdammt, es wird den Weg nicht mehr. All die Rattenfänger sind krank, müde, ausgepumpt und leer. Ist mir noch niemand über den Weg gelaufen, oh. Für alle Lause, gerade wie du, ist mir noch niemand über den Weg gelaufen. Und gerade du bietest mir ein Glas Sekt an, da geh ich doch lieber, da geh ich doch lieber, da geh ich doch lieber Wasser saufen. Sagenhaften Solo von Lars Kutschke, gleich hinter mir. In Form. So, wir reißen das Ruder jetzt rum, und zwar wieder ins Jahr 2020, glaube ich, war es, als wir einen Song aufgenommen haben. Der heißt Geht schief. Hoffen wir, dass es nicht geht schief. Geht schief geht. Wir hören nur das, was wir hören wollen, und sehen nur das, was wir sehen wollen. Und dann geht das, was wir tun, in der Regel schief. Schnee soll es geben, so der Feuerwehrmann im Radio, allein die Aussicht darauf. Dann hat's gebrannt, der Schnee fiel anderswo. Augen suchen ständig andere Augen, und das Ohr will keine Lügen hören. Es wär gelogen, würd ich sagen, Lügen kämen gar nicht vor. Wir hören nur das, was wir hören wollen, und sehen nur das, was wir sehen wollen. Und dann geht das, was wir tun, in der Regel schief. Ein hoher Hackenschuh sah sich vollkommen und meinte kühl, da wo ich bin, ist immer ein hoher Hackenschuh zu viel. Luxus allein landete er im hohen Bogen auf dem Müll. Und dann geht das, was wir tun, in der Regel.
Segel schief. Und dann geht das, was wir tun, in der Regel schief. Es war das Jahr 1989. Genauer gesagt, das Jahr 1988, da hatten wir diesen Song schon, glaube ich, 387 Mal in Konzerten gespielt. Und dann allerdings 1988 oder 89, weiß nicht mehr so ganz genau, da haben wir ihn aufnehmen können, und zwar im Verbund unseres ersten Albums Irrenhaus. Da hatten wir uns dann einen gefunden in der Nalepastraße in Berlin, in den Studios. Morgens um 2:30 hatten wir es dann im Kasten, und zwar, es handelt sich in diesem Fall, kurze Vorrede, um den Song Flugzeuge ohne Räder. Vielleicht Mitternacht, immer noch nicht dunkel. Dämmerungslicht von irgendwoher. Wohin des Wegs? Wohin des Wegs, frag ich ihn. Die Angaben, sagt er, sind ohne Gewehr. Zur Nachtvorstellung der Verrückte, zum Irre-Spielprogramm der Komödianten und Entzückte. Die Tänzer ziehen ihre roten Schuhe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst, beim Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grund. Flugzeug ohne Räder, nimm mich mit, bitte lass mich nicht hier. Im Handumdrehen waren wir da, alle waren sie hier versammelt, nicht immer haben sie hier gespielt. Ihre Vergangenheit ist vergammelt und keiner weiß mehr, wie es früher war. Zur Nachtvorstellung der Verrückte, zum Irrespielprogramm der Komödianten und Entzückte. Die Tänzer ziehen ihre roten Schuhe an, die haben den Schritt in die Realität verpasst. Beim Rettungsring dicht daneben gefasst, Akkord ohne Grundton, Flugzeug ohne Räder. Balustrade eingepudert und abgestellt,
der Chef. Alle an die Wand und erschießen, brüllt der Terrorist. Ich liebe dich, der Schammer. Und so nach 2-3 Stunden sind sie alle krank, geschafft und hundemüde. Ende ohne Beifall, Schluss ohne Dank, der Vorhang fällt. Platz, es wird Platz gemacht. Platz da, für die wirkliche Welt. Soweit die Nachtvorstellung der Verrückten, das irre Spielprogramm der Komödianten und Entzückte. Die Tänzer ziehen ihre Garderobe an, wir haben den Schritt in die Realität verpasst, beim Rettungsring dicht daneben gefasst. Akkord ohne Grund, Flugzeug ohne Räder. Waren die Flugzeuge ohne Räder. Und keinesfalls wollen wir euch verschonen, denn es gibt auch schon Neuzugänge in diesem Jahr, denn wir haben uns im Sommer nach Wiesenhagen, das ist irgendwo bei Luckenwalde, in das Studio von Andreas Spatz-Sperling zurückgezogen und haben mit eben jenem als Produzenten ein neues Album aufgenommen. Und aus diesem Album wollen wir das eine oder andere schon mal für heute auch präsentieren. In diesem Falle ist es das Mädchen für alles. Im staubigen Theaterwrack herausgeputztes Künstlerpack. Dann hinterm Tresen der Kantine, währenddessen ich bediene. Macht mir dann die Truppe klar, wie toll sie auf der Bühne war. Nur wenn es brennt, dann rufen sie mich. Jede Arbeit erledige ich, sehr diskret und zuverlässig.
in diesem Haus bin ich arm und ehrlich. Ist der Bühnenzauber aus, geh ich die Garderobe raus. Weil ich dann nicht schlafen kann, fang ich von vorn zu putzen an. Nur wenn es brennt, dann rufen sie mich. Jede Arbeit erledige ich. Sehr diskret und zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. Wenn es brennt, dann rufen sie mich. Jede Arbeit erledige ich. Zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. Denn ich allein hör ich, was du mir erzählst. Bis ich merke, ich rede nur mit mir selbst. Bis ich merke, ich rede nur mit mir selbst. Dann rufen sie mich. Jede Arbeit erledige ich. Sehr diskret und zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. Alles brennt, dann rufen sie mich. Jede Arbeit erledige ich. Sehr diskret und zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. Für alles. Yep. So, aus unserem nächsten folgenden Album. Wir wollen das irgendwann im nächsten Jahr schon veröffentlichen, im Frühling, denke ich mal. Und es wird heißen, kein Fiasko, das Album. Und das war jetzt schon mal das Mädchen für alles. So weit zu den Neuigkeiten, ein paar Keimzeit. Etwas aus der Retro-Kiste. Hier kommt Zuten. Oder sitzen mit so furchtbar anstrengend werden. Zum einen sitzen, zum anderen gerade. Unbequeme Fragen bleiben unbeantwortet eine Frage. Fettig staubige Hände vom Hundefell kraulen. Eine dicke Katze müde vom Stehen. Wannen gebe ich aus unbegrenzter Freude den dichten Baum von Krähen. Allein im Kopf erlauben, hast du schon immer ungeniert gemacht. Ich war der Schlimm, sagst du nur eine Typenfrage. Polarisieren wie Nord und Süd. Wir ein freies gerade sitzen, ist nicht jeder gleich der Typ. Wow, wow. Ah. Wenn ein Land frei ist, gerade sitzen, ist nicht jeder gleich der Typ.
Luft holen. Es ist so irgendwie klar, dass in jedem Konzert ein Liebeslied gespielt werden darf. Und daneben natürlich noch ein ganz, ganz trauriges, ein melancholisches. Und wir befinden uns jetzt im Dezember, da darf man schon mal ein bisschen melancholisch auch sein. Und in diesem Fall ist jetzt allerdings ein Liebeslied und ein melancholisches Lied und ein Liebeslied und ein melancholisches Lied in einem. Und zwar, wenn ich es mal so sagen darf, ein Lied auch über die wunderbare, schöne Ostseeküste. Zwei Seeigel warf eine Welle mit Schwung an den Strand. Sie lagen da nebeneinander versteinert im Sand. Wochen vergingen, wortlos, man weiß nicht wieso. Einer das Schweigen brach mit einem kaum hörbaren Hallo. Das Muster auf deinem Bauch ist traumhaft schön. Vor Millionen von Jahren hab ich es schon einmal gesehen. Unweit entfernt lebten wir beide auf einem Granit. Was war ich vernarrt in dich? Was war ich unsterblich verliebt? Gerührt von den Worten, der andere erinnert er sich auch. Ein hauchdünne Stachel, das Muster auf ihrem Bauch. Schluck auf und Tränen und versteinerte Siege, wo es war. Schluck auf und Freude, Tränen, versteinerte Siege, Amen, Amen. Warf eine Welle mit Schwung an den Strand. Sie lagen da nebeneinander glückselig im Sand. Plötzlich wurde es stürmisch und es dauerte nicht lang, bis das stürmische Meer beide Siege trennte und verschlang. Bis das stürmische Meer beide Siege trennte und verschlang.
sind wir schon mittendrin. Sekunde, mal einen Schluck Wasser trinken. Und zwar, ich gebe es zu, es ist so, dass ich, und Andreas hat das irgendwann mal festgestellt, dass ich eigentlich alle meine Sachen in verschiedene Plastiktüten verstaue. Und es gibt nichts bei mir, was nicht in irgendeiner Plastiktüte landet. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so gut. Das heißt, Andreas hat es gemerkt, ich habe es dann eigentlich nur bestätigt. Und ich habe dann irgendwann ein Lied draus gemacht, nicht nur über jemanden, der nur ein bisschen Plastiktüten sammelt, sondern eigentlich stapelweise Plastiktüten sammelt und dann irgendwann seine Wohnung so voll gemüllt hat, dass er gar nicht mehr rauskommt aus der Plastiktütenwüste. Und daraus habe ich eben, wie gesagt, ein Lied gemacht und das heißt, der Plastiktütenmann. Sommer blüht allen jeder Balkon. Meiner dagegen bleibt grau und grau. Meine Wohnung ist im vierten Stock in einem 70er Jahre Plattenbau. Schon gar nicht Plastik, True Drum. Jedes Ding hat seinen Zweck. Mit schlanker Hand jede einzelne Tüte landet systematisch geordnet in einem Schrank. An die Tausend in Gelb, das Doppelte in Grün, Spitzenreiter und Schlapper in Rosa und Rot. Der Tütenwert in Geld, man wird es bald schon sehen, steigt nach einem Plastiktütenverbot. Nicht, dass ich eine einzige verkaufe, nein, bei meiner Sammlerehre ist mir erlaubt nur, dass ich tausche. Ein wirklich außergewöhnlich seltenes Einzelexemplar. Was haben wir denn da? Ein wirklich außergewöhnlich seltenes Einzelexemplar. Teufelskreis, ehrlicher Sammlerfleiß, wird am Ende zu einem Problem. Schon jetzt ist klar, leicht absehbar, ich muss in eine größere Wohnung ziehen. Die Tür geht auf, nur ein schmaler Spalt, riesige Plastiktütenstapel geben mir den nötigen Halt. Allein die Vorstellung fängt mich an, wie man ganz ohne was zusammen überhaupt existieren kann. Allein die Vorstellung fängt mich an, wie man ganz ohne was zusammen überhaupt existieren kann.
Plastiktüten, Mann. Da muss ich bessern. Und weniger sammeln, sondern auch mehr essen. Die Überleitung zum nächsten Song hat mit Essen und mit Lebensmitteln gar nichts zu tun. Eher mit unserem Pianisten, der da schon spielreif am Piano sitzt. Also ich meine, die Rede ist von Andreas Spatz-Sperling und der wird das nächste Lied eröffnen. Und das heißt schlicht und einfach Singapur. Nach Singapur mit einem Schiff aus schäbigem Holz. Auch wenn der Wind uns das Segel zerreißt, wir müssen weiter, immer weiter, was soll's. Der Heizer aus China will nach Hause, bläst der Wind nicht, kriegt er viel zu tun. Unsere Weisheiten gab er durch die Dampfmaschine, ist gegen Pocken und Pest immun. Der Schiffskoch, geboren auf Sizilien, hat längst die Weltrezeptur erkannt. Segelnd über die Meere trägt er die Botschaft in ein fernes Land. Steuermann nennt sich Napoleon, gespalten brüllt er in die Nacht. Kommt er müde aus der Schlacht wieder zu sich, wird das Steuer mit nem Strick festgemacht. Und das Kommando führt ein deutscher Captain, sein linkes Bein hat er im Krieg verloren. Lange schon keine Heimat mehr, er will in Singapur ein Leben von vorn. Von der Segelspitze bis zum Kiel, auf diesem Schiff haben alle dasselbe Ziel. Alle unsere Träume und fernen Gedanken fallen in der Nacht mit dem Regen auf hölzerne Planken, fallen in der Nacht mit dem Regen auf hölzerne Planken. We'll be right back.
ab und fahr nach Singapur mit einem Schiff aus schäbigem Holz. Auch wenn der Wind uns das Segel zerreißt, wir müssen weiter, immer weiter, was soll's. Wir müssen weiter, immer weiter, was soll's. Yep. Wir spielen Kinder als nächstes. Und es ist so, dass ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön loswerden will, und zwar den Leuten vom Mau-Club in Rostock. Schön, dass wir heute Abend hier das Konzert geben dürfen. Und auch herzlichen Dank den Leuten von Keimzeit, die mit dabei sind, am Management Dirk Tscherner und meiner Technik Sören. Herzlichen Dank euch. Und ich darf euch kurz die Band vorstellen hier im Freizeitbereich am Piano. Ich habe es gerade gesagt, Andreas Spatz-Sperling. Dann haben wir am Saxophon, wollte ich schon sagen. Es ist kein Saxophon, sagen wir mal am Schlagzeug, Lynn Dittmann. Mein Bruder Hartmut Leisegang am Bass, wir haben Lars Kutschke an der Gitarre, und jetzt ist er gar nicht da, und zwar doch, hey, gerade hinter mir und auch vorhin im Duett mit Sebastian Piskorsch, das wäre die Mannschaft von Keimzeit, und ein Song allerdings bleibt uns noch zu spielen, möglicherweise zwei, sagen wir mal zwei, besser als eins. Das alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht, was kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht? Alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht. Was kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht? Ich behandle diese Nacht, sie hat es nicht verdient, wie ein Harlekin, der aus einer Puppenkiste grint. Geld hat es dafür noch niemand gegeben. Ich will, wenn es geht, zweimal leben. Jim hat's erwischt, er ging ohne ein Laut. Alles hat ein Ende, was ich nicht glaub. Sicher hat sich irgendwo die Ewigkeit verkrochen. Ich lieb dich für immer, hat er ihr versprochen. Schon wieder morgenrot, gut, ich nehme es in Kauf. Aus Versehen stoß ich gegen einen alten Mann. Hätte nicht gedacht, was so ein Streifen alles anrichten kann. Bin noch betrunken vom Pitch, bitter von Nein, frag ich den Regisseur, sagt er, es tut mir leid. Das alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht. Was kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht? We'll be right back.
Und natürlich noch ein kleines Adventsbonbon kommt hinten noch mal dran, das geht. Herzlichen Dank, das war Keimzeit am 7. Dezember 2021, damit euch noch einen wunderschönen dritten und vierten Advent, tolle Feiertage, schönen guten Rutsch ins nächste Jahr und dann beehrt uns mal wieder. Schönen Dank nochmal den Leuten vom Club, schönen Dank Keimzeit, hier war Keimzeit im Mau-Club am 7. Dezember 2021. Mach's gut.